Ja, hi und willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 16. Ich habe es extra so gemacht, dass dieses Symbol über Clives Gesicht ist und der bewegt sich einfach weg. Wie kann er es wagen? Ja, weiter geht's heute mit der Story. Ich meine, wir hatten alles erledigt, ne? Das ist schon wieder vorgestern. Ich spiel zu viel Genshin Impact. Ich drücke immer die Karte aufrufen und dann Viereck drücken, um irgendwie... Oder das hat ein anderes Spiel, an das ich gerade denke. In irgendeinem Spiel muss ich die Karte aufrufen und dann Viereck drücken und dann passiert irgendwie was. Und das mache ich die ganze Zeit jetzt hier, wenn ich Final Fantasy 16 spiele. Und ja, dann markiere ich einfach nur irgendwie was. Was nichts bringt, ne? So, wir haben, glaube ich, alle Quests erledigt, ne? Wir müssen in der Story weitermachen. Yeah. Ich hätte am liebsten schon vor einer Stunde aufgenommen, aber meine verrückte Nachbarin hat schon wieder angefangen, Karaoke zu singen. Ich dachte, dass da liegt jemand. Oh, war Torgal. Ich dachte, dass da liegt irgendjemand so betrunken am Boden. Soweit ist es schon in diesen Versteck gekommen, ne? Na gut, letzten Folge haben wir die Gochimera, glaube ich, erledigt, ne? Den neuen Jagdauftrag, den wir letztens angenommen haben. Und wir haben jetzt wieder die Story, ja. Und die bei uns kümmern müssen. Wir, da kommen jetzt direkt schon wieder neue Quests, ne? Was dem widerspräche. Dann besteht vielleicht noch eine Chance. Eine Chance auf was, Joshua? Von was habt ihr geredet? Das musst du hören. Bitte, sprecht. Ihr erinnert euch an unsere letzte Unterhaltung über Ultima? Ne. Nun, ich habe seither neue Erkenntnisse gewonnen. Und allem Anschein nach ist euer Bruder zu ähnlichen Schlüssen gekommen. Du erinnerst dich an das Wandbild im Phönixtor, wo meine Suche nach Ultimas Ursprung ihren Anfang nahm? So bedeutsam es mir auch schien, sein Geheimnis habe ich nie entschlüsselt. Doch ich glaube, ich weiß jetzt, wo wir weitere solcher Darstellungen finden. Besser erhaltene, wie ich hoffe. Sagt, Clive, habt ihr auf euren Reisen je vom Kreis des Malius gehört? Nee. Ich nehme an, ihr nicht. Ja, Gott sei Dank. Wenn er jetzt gesagt hätte, ja, dann wäre schon wieder voll peinlich für mich gewesen. In Sturm geriet sie mit den Jahren in Vergessenheit. Doch selbst heute noch finden sich Spuren ihrer Lehren in der kristallenen Orthodoxie. Oh, was für ein Zufall, aber da wollen wir gerade hin, ne? In Sturm ist sie vergessen. Und in Ashra? Religiöse Bauten werden oft abgerissen oder zweckentfremdet, wenn ein neuer Glaube den alten verdrängt. Aber wenn nie ein neuer Glaube aufkam, dann könnte es durchaus sein, dass die alten Tempel noch stehen. Verstehst du? Deshalb muss ich unbedingt mit dir nach Valut. Und wie immer ist die Geschichte uns ein Weiser. Wir müssen doch sowieso dahin. Doch wegen dem Kristall. Und seine Notizen wären wir nie auf diese Fährte gestoßen. Unglaublich, dass ihr die ganze Zeit die Aufzeichnungen meines Mentors bei euch hattet. Ich bin froh, sie in guten Händen zu wissen. Ich werde sie pflegen und hüten. Joshua, wenn du fertig bist, komm in die Schankhalle. Ich muss noch mal mit allen reden. Natürlich. Okay. Halt die Ohren steif, Joshua. Ich versuche die ganze Zeit irgendwie einen Reim auf Joshua zu finden. Ich bin auch irgendwie so einen lahmen Satz irgendwie ab, aber ist irgendwie nicht so einfach. Irgendwie gibt es nichts, was sich auf Joshua reimt, habe ich so ein Gefühl. Verzeihung. Wir sollten mal kürzen auf Josh. Wer ist Ihr der Boss? Gehört, wohin wir Josh. Gehen und warum. Ich langweile euch also nicht mit Details, nur mit den wichtigen. Wenn wir uns Stonhöhe auf dem Seeweg nähern, werden wir höchstwahrscheinlich gesichtet und unter Beschuss genommen. Stattdessen gehen wir also an der Südwestküste an Land und dann zu Fuß nach Drachengrad. Auch das wird gefährlich. Wir müssen davon ausgehen, dass ganz Ashra unter Ultimas Kontrolle steht. Eine große Gruppe würde unnötig auffallen, käme langsam voran und würde mehr Verpflegung brauchen, was ein Risiko wäre. Nur Joshua und ich gehen an Land. Und ein Speer. Ein guter, wenn's geht. Gav, kennst du da wen? Darauf kannst du deinen Arsch verwetten. Ich dachte, das wäre sarkastisch. Ich gleich mir trotzdem noch eine von Vivians Karten. Nur für den Fall, meine ich. Du setzt uns an der Schattenküste ab.
Dann fährst du zurück in Neutral. Das ist doch Gav. Ist die Handelsflagge. Verhalte dich unauffällig. Ich habe jetzt irgendwie nicht verstanden, ob das irgendwie sarkastisch von ihm gemeint war oder nicht. Lässt du uns zurück? Ja, ich suche einen guten Speer, Gav. Kennst du da jemanden vielleicht? Aber Gav hat irgendwie mitgemacht. Also jetzt habe ich keine Ahnung, ob es sich jetzt um Gav handelt oder nicht, weil die beide so emotionstot sind irgendwie. Schalte jeden aus, der an Bord will. Keine Sorge. Dem Schiff und der Mannschaft passiert nichts. Schließlich bringen sie euch zurück, oder nicht? Aber... Nun gut. Okay. Wenn es keine Fragen gibt, sehe ich euch am Hafen. Okay. Na gut. Sag Bescheid. Hey, klar, ich habe eine Menge Quests für dich. Noch etwas loswerden. Mach ich. Aber was kann Otto denn von uns wollen? Müssen wir natürlich zuhören, ne, wenn Otto spricht. Von allen Leuten müssen wir natürlich wieder mit Otto als letztes noch reden, so, ne? Ja, ich weiß, du hast ja diese Rede ja gerade geschwenkt, aber es ist noch sehr wichtig, dass ich mit dir rede. Ich, Otto. Was ist passiert? Wieso? Also echt, ich wollte mich nur kurz verabschieden. Ich werde wie immer den Laden hier zusammenhalten. Du kannst also ruhig die Welt retten. Ich verlasse mich auf dich. Hört alles? Alter, ich habe gerade nur einen Witz gemacht, ne? Aber die hatte uns da schon wieder ein neues Ding. Ja, boah, was war der Sinn von dieser Cutscene? Oh mein Gott, ich hasse Otto. Hey, es ist noch ganz wichtig, dass ich Otto, der wichtigste Charakter in diesem Spiel, noch mit dir rede. Um was geht's? Oh, ich wollte nur Tschüss sagen. Was war der Sinn von... Boah. Oh mein Gott. Oh, wir haben ein Bild. Pandemonium. Die Ascher fürchten konnten, wo sich der Himmel verdunkelt, erzählen vom Pandemonium, den König der Orks, der sein Volk im Aufstand gegen die Würde... Pandemonium, das sagt mir auch so was, so im Kontext von Final Fantasy. Ich weiß, Pandemonium, das ist so, das Reich der Dämonen oder irgendwie so was, ne, in Mythologie. Aber Final Fantasy gibt es auch irgendwie so. Stenvalut. Ne. Ich hätte gedacht, der wäre da. Okay, warte mal. Stand da, wo der ist? Oh, stand Fragezeichen, ne? Ich reg mich immer noch über diese Katzen gerade auf, ey. So, wo die Religion nach dem König Barnabas Arm ganz weiter und so. Ich sehe den Text hier so schlecht vom Bein meiner Bildschirme. Na, können wir der Himmel verdunkelte Erzählung von Pandemon, dem König der Orks. Also ich nehme an, der ist in Dings, ne? In Valut dann, ne? Würde ich jetzt mal raten. Möchte ich ansehen. So, wir haben wieder ein neues Gebiet zu erkunden. Das ist auch schon mal was, ne? Die Schattenküste, Todesland, südwestliches Ashra oder Ashra. Die Fäule hat die gesamte Küste befallen. Der Äther ist verriese, versiegelt, der Boden ohne Leben, selbst die widergespenstigen Pflanzen vergehen hier. Na gut. Wenn wir schon finden. Ich nehme an, der ist irgendwo da, ne? Wenn man so zufällig begegnen. Ah ne, wir sind noch gar nicht in Valut, wenn wir sind noch hier in Dings, ne? In Titanland. Na
Also, wenn wir die Küste entlang laufen, machen wir einen riesen Umweg. Also ist er der Speer. Vielleicht geht's landeinwärts auch. Diese Szene hat mich so verwirrt, ne, weil Clive so gesagt hat, so, kennst du irgendeinen Speer? Also ich wusste nicht, ob das Sarkasmus war oder nicht, aber Geoff hat dann noch irgendwie mit diesem Sarkasmus so mitgemacht, deswegen habe ich überhaupt keine Ahnung gehabt, was gerade da passiert ist. Bitte antworte mir ehrlich. Du hast dir die Esper genommen, nicht wahr? Ja, habe ich. Welche? Sie wollte es so. Okay. Sie wollte es so? Du hast dich dazu entschlossen, die Welt ganz allein zu retten. Sie wusste, dass du sonst sterben wirst. Wie konntest du ihr das antun? Du wusstest genau, dass sie macht, was du willst. Aber ich nicht. Hör auf, uns auszuschließen, Clive. Das hier ist unser Gefecht, nicht deins. Ich habe es getan, weil ich das Richtige tun wollte. Du denkst wirklich, dass du sie brauchst, um alle zu retten? Das tue ich. Wie du meinst. Nur vergiss nicht, du bist nicht allein. Ich habe uns einen Weg gefunden. Ich habe da so einen Speer getroffen, der hat uns einen Weg gefunden. Mir ist was entgangen, oder? Clive fehlt einfach nur so ein Zahn. So, nee, alles cool. Joshua jedenfalls nicht. Ah, Geschwister. Also ist halt jetzt irgendwie schlecht, dass wir, ich meine, ich habe schon von Anfang an so angenommen, ne, die Esper von jemandem zu entfernen hat irgendwie so ein paar negative Sachen an sich, ne? Aber weiß ich nicht. Ich meine, Benedikta konnte ja auch nicht mehr irgendwie sich kontrollieren, ne, nachdem sie Garuda weg hatte, ne? Aber immer mal nach Ashra. Wir sind hier auf Valuta-Boden. Ich habe dann immer so irgendwie keine Gäste. Komm schon, Clive. Das Schloss dort sieht doch sehr einladend aus. Wollen wir die Gastfreundschaft seiner Bewohner testen? Also ich habe dann immer so irgendwie so zusammengesetzt, so im Sinne von, weil wir haben ja Benedikta erstmal bekämpft, ne? Und danach haben wir ihre Esper entfernt. Dass sich das alles irgendwie so aufgebaumt hat, ne? So im Sinne von, oh, wir haben sie erst bekämpft und verprügelt, ne? Und dann haben wir die Esper entwendet und das hat dann sozusagen dafür gesorgt, dass sie nicht mehr sich verwandeln konnte und so oder ihre Kräfte einsetzen konnte, ne? Weil halt irgendwie zu viel des Guten war, ne? Ich habe jetzt irgendwie nicht so zusammengesetzt, dass irgendwie die Esper von jemandem zu oder ein bisschen von der Kraft der Esper in sich einzunehmen irgendwie was damit zu tun hatte, ne? Ich habe gedacht, da war irgendwie so noch. Findest du es immer noch so einladend, Geoff? So. Das obendrauf gemacht zu haben, was irgendwie nicht funktioniert hat, ne? Dass es irgendwie noch schlimmer gemacht hat. Güte, was für ein gottverlassener Ort. So, ich muss mal kurz mal einstellen, weil ich glaube. Ich muss mal ganz kurz was ganz kurz gucken, so grafikmäßig, ne? Und zwar Motion Blur heißt er, glaube ich, ne? Motion Blur, ja. Ich will das. Hallo? Ich will das umändern, bitte. Hallo?
Komm, mit Steuerkreuz geht er. Weil ich habe irgendwie mal von jemand anderem irgendwie so einen Stream gesehen und der ist auch irgendwie direkt in den Einstellungen reingesprungen und hat da abgestellt. Danach sah der Stream sehr viel besser aus, so qualitätmäßig. Deswegen wollte ich mal sehen, ob das irgendwie was damit zu tun hat. Ja, ich glaube aber auch. Weil das ist halt immer so die Sache hier, wenn er irgendwie in der Aufnahme, da sieht sich, ja, ich glaube, das sieht auch viel besser aus. Weil je mehr Bewegung natürlich im Video ist, desto schwammiger sieht das aus. So pixelierter sieht das irgendwie aus. Pixeliert, weiß ich nicht. Und mein Spiel, wo irgendwie natürlich so viel Bewegung hier, ups, ich wollte ausweichen. Ja, wie zu viel Genshin, da ist auf Kreis ausweichen. Und ja, je mehr Bewegung in ein Spiel ist, desto schlimmer sieht das aus, wenn dann irgendwie nicht, weil nicht, wenn man nicht auf super hohe Qualität hier die Videos hochlädt, ne? Ich habe 1080p, was ja eigentlich genug ist, ne? Aber so richtig schnellen Bewegungen und so ist halt natürlich ein bisschen schlimmer hier in dem Spiel. Okay. Ich hatte so eine Sekunde lang vergessen, wie das Spiel noch mal geht. Also ja, deswegen habe ich das mal runtergestellt, ne? Ich glaube, das sieht jetzt ein bisschen besser aus. Aber wer weiß, ne? Das ist aber, glaube ich, bei jedem Spiel mal so ein bisschen abstellen, damit das besser aussieht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das war. Ich nehme an Motion Blur, Bewegungsschärfe. Ich nehme an, das ist das gleiche, ne? Mache ich eigentlich mal, ich nehme die falsche Reihenfolge, mach dann erst auf den Gegner düsen und dann noch einmal draufhauen, ne? Boah, jetzt bin ich extra hier runtergerannt. Ah. So, Bernstein war das eine von den Sachen, die ich für irgendwas brauchte? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Dann müsste ich aber zum Versteck zurückgehen, um zu checken. Wenn ich so ein Teleport-Ding hier sehe, dann gehe ich noch mal kurz zurück. Ich meine, das war eins von den Dingern, die ich hier für diese Accessoires brauche, die ich noch herstellen kann. Diese Armbänder oder Gürtel oder was auch immer. So, aber wollte ich jetzt noch mal sagen? Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Achso, ich habe mal irgendwie bei den Trophäen mal so nachgeguckt. Einfach nur so, um zu gucken, ne? Und irgendwie, ja, ich glaube, es gibt natürlich irgendwie so eine Liste immer von Trophäen und in den meisten Spielen ist es immer so, du kriegst natürlich immer eine bestimmte Trophäe, wenn du irgendwie einen bestimmten Fortschritt erreicht hast in der Story von irgendeinem Spiel, ne? Ich krieg zum Beispiel immer eine Story, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, so ein richtig wichtiges Kapitel erledigt habe, so, weiß ich nicht. Ah. Wenn ich zum Beispiel Titan besiegt habe oder als ich ja letztens mit weil ich mit Jill irgendwie diese Szene hatte und die Trophäe, die ich bekommen habe als ich mit also die Szene mit Jill an der Küste, ne, die Trophäe, die ich da bekommen habe, hieß eins werden oder die Beschreibung der Trophäe war jedenfalls irgendwie so, werde eins oder so. Und ja, ich glaube, das hat sehr darauf angedeutet, dass sie beiden miteinander geschlafen haben. Ich meine, sie waren beide nackt, aber da muss ja nicht direkt sowas bedeuten, ne? Glaube ich. Aber ja, ich glaube, es wird sehr, sehr stark angedeutet, dass die beiden miteinander geschlafen haben. Allein schon wegen der Bezeichnung von der Trophäe. Und ja, keine Ahnung. Ich bin mir ziemlich sicher, wir sind die gleiche Menge an Leute wie die Gegner. Da waren vier Gegner und wir waren vier Leute. Also drei und ein Hund, nehme ich an. Oh, ich konnte sogar. Ich,
konnte aus dieser Exekution hier, Exekution. Ich konnte dem Abschlachten ja irgendwie ausweichen raus, habe ich auch noch nie gemacht. Das hat. Okay, ich dachte, da sind mehr Gegner aufgetaucht. Oh, da. Irgendjemand klopft sich da hinten mit den allen. Oh, ich glaube nicht, dass ich das machen wollte. Doch, ich wollte das machen. Okay. Also gut, also ich nehme an, irgendwie Jills, weil nicht. Ich weiß jetzt nicht, was das jetzt irgendwie einen Einfluss irgendwie hatte, dass wir jetzt irgendwie RS-Bar genommen haben, ne? Aber ich habe das Gefühl, dieser Ork-Typ ist hier. Wir sind schon einige Orks, ne? Und der soll auch irgendwie aus Valut sein, also ja. Oder Ashra oder wie auch immer. Also ja, haben wir irgendwie ihre Lebenszeit verkürzt oder haben wir sie irgendwie jetzt schwächer gemacht oder so? Also irgendwas haben wir jetzt gemacht, ne? Mit ihr, nehme ich an. Würde ich jetzt raten, jedenfalls. War wahrscheinlich irgendwann schon mal wieder erwähnt, aber ich habe es natürlich wieder nicht mitbekommen oder nicht aufgepasst oder so, ne? Oh. Ach, guck mal, wer da ist. Starte die Musik. Pandemonium. So was hat der hier ist. Den schnappen wir uns. 45. Ah! Ach, live. Mein Gott, der ist aber ziemlich groß, ne? Er sollte sich mit jemandem seiner Größe anlegen. Gott, Mann. Ich weiß gar nicht, was hier los ist gerade. Okay, der. Oh, der macht mir so viel Schaden, ey. Ha, ha. Oh, boah, ich habe mich gerade gehalten. Wir sind ein bisschen zu schnell. Ich kann gar nicht darauf reagieren. Gott, wir voll bedrohlich, ey. Das Ding. Was? Hör mal auf, dich mal neben mir zu teleportieren, Mann. Alter. Fratze des Schreckens? Oh Gott. Dann kommen wir ein Stück. Ich glaube, Pandemonium war doch irgendwie ein Name von. Auch von der S. Ich war. Irgendwann. War nicht die Wind etwa von Final Fantasy 8? Pandemonium? Ich glaube ja, ne? Deine Wind etwa, die irgendwie diesen riesigen Sack irgendwie hatte, ne? Und dann irgendwie alles eingesaugt hat und dann wieder ausgespuckt. Ich hab's irgendwie auch nur einmal in dem Spiel. Hat irgendwas mit mir gemacht, George? Ah! Oh Gott. Oh. Haben wir das letzte Mal gespeichert? Okay. Kann ich hier nicht laden? Kann ich davor auch immer. Right.
Keine Ahnung. Na gut. Nehmen von da. Oh, der ist aber so lange entfernt, ne? Ah, nee, warte mal, ich bin immer. Oh ja, das ist viel zu weit entfernt. Ja, von hier aus habe ich das immer gemacht. So, oh Gott, wo war das jetzt? Wo ist das? 21, 29, vor 5 Minuten, kann sein, ne? Normalerweise speichert das Spiel immer so automatisch, ne? So, hier. Ja, sieht gut aus. Okay, ja. Diesen einen Strahl konnte ich irgendwie nichts machen. In der Zeit. Es ist so komisch, ey, mit dem Steuerkreuz irgendwie zu heilen, ist das voll doof, ey. So, versuchen wir nochmal. Ich wollte schon wieder nach vorne ausweichen, ne? Aber wir Final Fantasy 16. Na gut, dann machen wir nochmal. Wenn wir so allgemein Probleme in letzter Zeit mit so Jagden. Dann immer unverschämter. Oh Mann. Aha. Der teleportiert sich mal zu mir, ne? Und dann kommt er schon direkt und greift uns an. So, du schießt irgendwas, ne? Boom. Wollte schon die ganze Zeit einsammeln. Leute, geht mal kurz da raus. Ja, da ist der Angriff, der mich vorhin getötet hat. Und die tanken hat alle, als wäre nichts. Au! Au, mein Gott! Ist die ganze Zeit immer aus dem. Ich sehe den nicht. Ich weiß nicht, wo der ist. Er ist einfach irgendwo weg. Alter. Jetzt gehen wir ein bisschen chillen hier, bitte, okay? Boah. Mach den fertig, Mann. Das heißt, er teleportiert sich die ganze Zeit weg, ne? Und dann. Dann bin ich hier mit der Kamera am Suchen, ne, und dann kriege ich schon direkt einen auf der Kasse. Ist mal ein bisschen spät dran mit deinem Laser, Joshua. Kann auch ich ein bisschen schneller gehen. Die Kamera geht auch irgendwie nicht mit dem, also. Au. Da schon wieder. Ah. Oh, deswegen hat er mich mal getroffen. Er hat sich ja teleportiert. Er hat den Angriff aufgeladen, dann hat er den. Er hat sich teleportiert, hat den dann angegriffen. Aber oh, ich wünschte wirklich, er würde nicht irgendwie so in die Luft springen. Okay, ich warte jetzt erstmal, bis der fertig ist mit dem Angriff. Ich bin verletzt. Da ist schon wieder. Ich weiß nicht, wo der. Oh mein Gott. War noch eine Runde, aber mit dem. Ich hab keinen Schaden, habe ich so viel.
Ah. Ich setz mal noch einen Heiltrank ein. Der teleportiert sie und dann greift er mich an. Ja, Sack. Da kommt er an. Ich weiß auch nicht mal, wo der auftaucht, ne? Und dann kommt er und greift mich direkt an. Ja. Was habe ich denn raus, glaube ich. Oh nein, oh nein. Oh Gott. Das war einfach nur ein Reflex gerade von mir. Ich war gerade in der Luft, wir hätten da auch noch ausweichen können. Deswegen mag ich halt nicht, dass ich irgendwie in der Luft bin, wenn ich den Angriff einsetze. Da, da, ah, du bist was von tot. Was ist das? Oh. Ja, oh Gott. So, boah, ich muss wieder ein paar Heiltränke erfahren. Nachdem ich hier fertig bin. Das ist nicht so schwierig jetzt. Blockierter Lendenschutzmaterial. Fleckiger Lendenschutz der Kinder. Deine Herrschaft endet hier. Oh. Kann aber auch nicht irgendwie hier. Er kann aber auch nicht irgendwie aus so einem Kampf rausgehen und einfach nur nichts sagen, ne? Muss immer irgendwie so ein Lammspruch haben. Ne? Boah. Ja, ich habe eine Truhe da. Eine Truhe gesehen irgendwo. Königsarmschienen. So. Ich habe weiße Klamotten, da sehe ich gerade. Muss mir jetzt nicht neue von denen geben, ne? Ich habe doch hier dieses Rezept hier. Also bald kann ich mir die auch herstellen, ne? Aber ich kann mir einen Schoko rein. Jetzt nicht gedacht. Also ja, also Heiltränke farmen ist jetzt nicht so ein Problem. Ich gehe mal hier zum Dämmerwald. Geh da raus und rein und dann ist ja immer ein Heiltrank und ein Supertrank. Die sind immer da. Ich nehme jetzt mal einfach sehr stark an, ich werde jetzt keine mehr brauchen, ne? Da muss ich halt meine Supertränke benutzen, welche auch gefarmt werden können, ne? Von daher. Sei vorsichtig. Kein Ding. Ich nehme jetzt an, ich werde jetzt nicht alle 5 meiner Supertränke hier brauchen. Für was auch immer jetzt hier noch kommt, ne? Es ist genau wie in Kanva. Gibt es gar keine Überlebenden? Sieht ein bisschen so aus wie dieses Gebiet, aber ganz am Anfang waren, als wir noch Weibern waren. Oh, da krieg ich schon meine Heiltränke zurück. Ich würde schon fast sagen, das Schwester haben wir schon hinter uns. Und die sind schon Level 45, ne? Die Viecher. So die Story-Gegner, die sind noch irgendwie so, weil nicht so. Die Eier noch so auf Level 38. Warum? Letzte Mal jedenfalls noch. Supertrank. Der hat die größte Heilungskraft. Nach dem Elixier. Muss ich nie benutzen werde wahrscheinlich. Sieh an. Orks. Scheint, als hätte Ultima Ashra fest in der Hand. Ein Mordor oder was? Friedensboten sind das nicht. Warnen wir besser die anderen. Nein. Mein Onkel überwacht die Küste. Er weiß genau, wie man ungeladene Gäste empfängt.
Unser Ziel ist Drachengrat. Und davon trennt uns noch ein weiter Weg. Also weiter, nach Stonhyr. Gut, dann mal los. Lassen wir die geifernden Horden nicht unnötig warten. Josh, stimmt da nicht zu. Ihr müsst ohne mich weiter. Diese Festung ist so alt wie das Phönixtor. Vielleicht älter. Sie mag noch Antworten zu Ultimas Geheimnissen bergen. Und wenn wir ihn bezwingen wollen, muss ich sie finden. In Ordnung. Sieh dich ja vor. Natürlich. Immer. Ich dachte erst, da wollte die Typen hier alle aufhalten. Machst du dir keine Sorgen? Dass meinem Bruder etwas passieren könnte? Natürlich. Immer. Keine Sorge. Niemand ist der Boss wie Josh. Ich konnte darauf kaum was entziffern. Aber ich glaube, wir sind in der Nähe eines Dorfs namens Estla. Dann lass uns hingehen. Vielleicht finden wir dort noch Menschen. Haha, der war gut. Aber glaube ich nicht so. Hm. Was wollte ich noch sagen? Schon wieder vergessen. Grimmkessel. Ja, ich vergessen. Keine Ahnung. Es war gut, dass wir irgendwie mit Joshua gegen ja, das Viech gekämpft haben, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie ausschlaggebend es jetzt hier ist, dass meine Begleiter mir helfen oder so. Ich finde jetzt nicht, dass die irgendwie so einen Unterschied machen, ob ich jetzt alleine kämpfe oder nicht. So wie in Kingdom Hearts irgendwie. Ich merke da nicht wirklich einen Unterschied. Stinkt's ja wie ein Morbol aus dem Maul. Aber der Gestank dürfte wohl unsere geringste Sorge sein. Ja, vielleicht. Also ich habe ja gesehen, wie Joshua diesen Strahl abgefeuert hat letztens, ne? Aber wenn er jetzt irgendwie Schaden macht, das ist wieder eine andere Frage, ne? Da war noch eine Gegner. Erst manchmal stelle ich mir so eine Frage, wenn ich irgendwie nichts machen würde, ne, ob eventuell meine Charaktere irgendwie den erledigen könnten. Da frage ich mich immer so. Ich glaube nämlich eher nicht. Und wenn, dann wird es irgendwie bestimmt 5 Stunden dauern oder so. Das war interessant. Ich habe mal irgendwie gesehen, jemand Kingdom Hearts 3 gespielt hat, und am Ende muss man gegen hier diese ganzen Organisation 13 Mitglieder kämpfen, und irgendwann kämpft man hier gegen Sides, hier diesen blauhaarigen Typen mit der Narbe im Gesicht, ne? Der immer voll am Durchdrehen ist im Kampf, und in dem Kampf taucht ja Roxas wieder auf und kämpft mit ein, und der Typ, der hat gespielt hat, hat irgendwie kaum was gemacht, und Roxas hat irgendwie den Typen beinahe im Leingang fertig gemacht. Der Typ musste gar nichts machen, also der Spieler. Der Roxas hat den voll einfach alleine erledigen können, wenn er nichts gemacht hätte. Ja, ich glaube nicht, dass der gleiche wäre wie mit Donald und Goofy, wenn die irgendwie alleine kämpfen würden. Ja, vielleicht eventuell, ne, aber wird dann irgendwie 20 Stunden oder so dauern. Oh, Roxas hat irgendwie den Kampf irgendwie im Alleingang gemacht, und irgendwie hat der Spieler irgendwie auch machen musste. Der gesehen hat, der war voll schockiert, ey. Ich meine, macht eigentlich Sinn, ne, Roxas ist ja halt irgendwie ein Hauptcharakter, ne, der ist auch ein bisschen wichtiger als irgendwie Donald und Goofy so, und stärker. Von daher macht er wahrscheinlich eher Sinn, ne, aber, so, ich ignoriere ich mal. Ich weiß gar nicht, warum ich gegen euch kämpfe. Ich bin schon
Oh, ihr seht neu aus. Vielleicht hier unten. Springt auf den anderen. So. Genau, echt wie ein Kampftier von Final Fantasy 8. Oh, ich kann nicht dahin, weil aua. Weil so ein Freak mich hier am Verfolgen ist. Nein, noch. Danke. Ich einfach nur. Oh, das ist wieder so ein Teil. Chronolith heißen die. Massamune. Das Schwert von Sephiroth. Warte mal, das ist echt das Schwert von Sephiroth. In das Küsten von lebt ein weit jenseits des Küsten von Ballistia lebt ein mysteriöses Volk, das nicht Ende kriegen versucht, sich gegenseitig am Macht bei der kleine. Ich dachte, sie macht jetzt irgendwie so voll die harte Anspielung an Final Fantasy 7. Das ist echt das Massamune. Also für die, die jetzt nicht wissen, Sephiroths Schwert, dieses super lange Katana, das heißt Massamune, und das auch. Das Ding ist eindeutig eine harte Anlehnung daran, habe ich so ein Gefühl. Aber leider ist der Teil nicht so stark wie unser Ragnarok. Schade, ich wäre gerne damit rumgelaufen. Prüfung des Eises, nein. Ich mach die irgendwann, weiß ich nicht. Wenn ich nichts mehr anderes zu tun habe, mache ich die mal. Und so gucken, was damit auf sich hat, ne? Ja, solche Anspielungen sind schön, ne? Solche Anlehnungen. Nein, nein, bitte nicht triggern, bitte nicht triggern, bitte nicht triggern. Nicht einfach in so eine Truhe, ne? Auch noch. Ich einfach hätte übersehen können. Das ist mal eine gute Truhe gewesen. Das ist eine gute Truhe. Eine gute Waffe, die leider schon zu schwach ist für das, was ich jetzt habe, ne? Aber liegt da, weil ich hier die ganzen Nebenquests mache und mich gut vorbereite, ne? Wenn ich die Nebenquests nicht gemacht hätte, dann wäre die Waffe jetzt besser gewesen. Was aber machen? Hey, ein Heiltrank. Hey, warum wurde ich nicht geheilt? Ach ne, die heilen mich nur, wenn ich voll bin, ne? Wenn ich voll bin an den Klamotten. Nicht, wenn ich im AP fehlen. Weißt du was? Warum reite ich hier nicht mit dem Schokobo rum? Will die Gegner sowieso nicht bekämpfen. Bin schon stark genug. Und die ganze Zeit meinen Erfahrungshoch Dingen hier. Ich war das Maximum Level ist hier. Keine Fehler. Wir sind schon so am Ende des Spiels und weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, was jetzt hier noch so kommt, ne? So, also Nebenquest-mäßig und so, ne? Also Jagden und so werden wahrscheinlich noch kommen, ne? Das eine Viech hier, Swarok, der ist Level 50. Vielleicht Level 50 der Maximum Level, ich weiß es nicht. Das ist das höchste Level, was ich bis jetzt gesehen habe, ne? Ja, war eine gute Anlehnung hier mit dem Massamune. Mit dem Schwert. Das sah auch so aus wie das Schwert von Sephiroth, ne? Nur halt kleiner. Kürzer meine ich. So macht man das. Oh, ist das ein. Ne, ich dachte, ich habe gerade einen gesehen. Ich weiß auch, irgendwann haben wir mal so eine Nebenquest gemacht, da haben wir gegen so einen Banditen gequest und einer von ihnen hat so gesagt, oh, der Typ hat Lock und Setzer fertig gemacht, ne? Und da war eine Anspielung an Final Fantasy 6. Nicht runtergucken, Torgal. Das waren zwei Hauptcharaktere. Einmal dieser Glücksspiel und einmal dieser Abenteurer, Schatzjäger. Also gute Anspielung, ne?
Können Sie ruhig mehr von reinpacken. Müssen nicht irgendwie so, müssen nicht immer so direkt in your face sein. So, ah, guck mal hier. Stachelige Haare, blonde Haare, Cloud, ne? Also ein paar Anspielungen, die so einige Hardcore-Fans irgendwie so erkennen, die waren schon gut, ne? Zu Easter Eggs halt, ne? So, ich prophezei, dass wir uns hier gleich ein bisschen kloppen müssen. Und dass wir keine Leute mehr leben. Na gut. Hallo? 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 Denkst du, was ich denke? Ich fürchte schon. Falle? Ich glaube, ihr lebt niemand mehr. Ich glaube nicht an dich, dass ich an das gleiche denke wie du. Ich denke gerade an Käse. Verwandelt. Die sind nicht mehr zu retten. Okay. Komm mal den ja mal. Mir egal, wie lange das dauert. Boom. Boah, ich muss ja auch 5 Leute auf einmal hier gucken. Aua. Muss ich doch nicht immer direkt zurückfahren, weil da ein Treffer. Boah, in der Zeit, in der ich mich hier auf das Ding warten, hätte ich schon alle erledigen können. Das 3-mal. Noch mehr Sachen. Und noch mehr. Mein Gott. Wieder auf den Haufen. Hier sind Held der Angriff. Nein, den Tank gesehen, wollte auf den losgehen. Aber naja. Na komm her hin. Donkey Kong. Ich muss schon sagen, was ist das Lied nochmal? Au! Bisschen chillig, wir haben reagieren, Gav, ne? Ich meine, ich mit den Gegnern ja mithalte, das ist ja schon irgendwie klar, ne? Ich habe irgendwie 20 S-Bahn in mir, ne? Aber du bist einfach nur so ein Typ. Oh, guck mal hier, Torgal. Die Übersicht geht so verloren, ne? Okay, was machst du denn da? Wir sind alle hier. Erst mal am Simulieren, ja. Tun uns so, als würde er mitkämpfen. Ja, das ist auch, wenn ihr so chillig irgendwie reingeht. Oh mein Gott, ich merke gerade erst, gegen was ich kämpfe. Warte mal, ich bin gar nicht so stark. Ah. Ja, natürlich habe ich halt gerade nicht zur Hand. Oh, ich da greife noch mal an. Ja, ein Stück. Ah. Aha. Aha. Nein, du hast mich verfehlt, du Noob. Mein Gott, treff mich doch mal gefälligst. Verlebt immer noch. 16.000 Schaden? Ah, aber ich
wo ich meine ganzen Superangriffe nicht auf den drauf geballert habe, ne? Aber wir jemanden bei seinem Mittagsschläfchen ja geweckt. So, ich bin zurück von meiner Pinkelpause. Oh mein Gott, alle sind hier tot. Ja, Clive, wir sehen's. Ich habe auch gesehen, wie der Typ gerade rausgegangen ist. Au. What the? Warum sind die auch welche noch? Ja, ich würde die Kamera bitte nicht auf ihn haben. Ich würde lieber auf den Dicken, ja. Den Dicken. Ah. Welcher Dicke? Bin ich wieder so low AP? Au! Gott! Hab ich gerade mit geöffnet. Ich gehe gleich echt drauf. Mein Trank reingepfeffert, ne? Ich werde nicht so oft getroffen, aber wenn ich getroffen werde, ne? Dann tut er ganz schön weh. Und weiter. Sieht aus, als müsstest du abgekühlt werden. Wie trifft das Ding nie richtig, ne? Wir sind mal zu weit entfernt, habe ich so gefühlt. Was steht da? Kea Wim? Wie ist der Angriff? Kea Kim? So KY Kim? Okay, oh, ich krieg ein Level ab. Ja, ich heile mich wieder umsonst, ne? Ja, so viele Reißzähne. Jawohl. Und ich glaube, da ist ein Teleport-Ding im Hintergrund. Gav schaut einfach nur so zu uns rüber. Gav! Wehe, du sagst noch mehr, Akasische. Oh, was? Ah, ja. Das... Ich wollte gerade noch so einen Witz machen. Oh, jetzt steht da Odin, ne? Dann steht er ja echt. Was zur Hölle willst du hier, Odin? Du gehst nach Stonhöhr? Gut. Gehen wir schon wieder auf die Fresse von dem. Wird dich dort erwarten. Doch in dieser Form kann ich dir nicht erlauben, vor ihn zu treten. Und was tust du, wenn ich's doch mache? Nun, das hier! Okay. Boah, was? Zenbon Sakura Kageyoshi. Wie so der Angriff? Ja, wie heißt er nochmal? Byakuyo. Wenn er dieses Feld aufbaut. Ich glaube ja, ne? Ich habe das Gefühl, wir können nicht zum Versteck und irgendwie Tränke wieder farmen. Was hast du getan? Wünscht er Leib den Weg zu öffnen, muss er nur darum bitten.
dann werde ich dafür sorgen, dass er den Vorstellungen meines Herrn gerecht wird. Scheiße! Nein! Du, Clive? Würdest du mir bitte sagen, was hier los ist, verdammt? Ah, Krähen. Im Odin, ne? Oh, ich werd nicht mehr. Das versuchen wir also am besten nicht. Ja, keine Ahnung. Da war irgendwie schon klar, ne? Audienz mit dem König. Wenn er unbedingt will, dass ich darum bitte, dann werde ich genau das tun. Deine Entschlossenheit in allen Ehren, aber wir wissen nicht mal, wohin er abgeschwirrt ist. Also lass uns tief durchatmen und kurz nachdenken, ja? Ist gut. Vielleicht finden wir hier was Brauchbares. Wir sind eingefangen. Haben wir das geregelt. Ansonsten noch jemand so das Gefühl, dass Odin ein bisschen überpowered ist. Aber der Typ hat irgendwie... Oh, geil. Okay, so viel zu Inhalt trinken. Ja, so viel dazu... Hat er irgendwie das gesamte Reich irgendwie erobert hat. Überrascht mich überhaupt nicht irgendwie. Wie der hat geschafft hat, ne? Ist hier wer? Oh, ich soll sogar Dorf durchsuchen. Ich bin jetzt einfach nur hier so random reingegangen. Ich nehme jetzt sehr stark an. Ich kann mich hier. Was? Oder hat er diese Barriere so um alles hier irgendwie so aufgebaut? Ich dachte eigentlich, er wäre so hier so um dieses Dorf herum nur. Was ist denn jetzt? Wer will, kann lesen. Ich aber nicht. Den Bildschirm kenne ich ja noch gar nicht. Bernstein, das wollte ich gucken, genau. Ist irgendwo ein Teleportpunkt aufgetaucht? Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ich mich hier raus teleportieren kann, aber anscheinend schon, ne? Ja, das Ding ist so eindeutig hier rum, ne? Ist das nicht ein Teleport-Ding? Was ist denn, wenn ich hier mich raus teleportieren würde, ne? Ich kann hier raus. Warte mal. Der hat das Ding hier um die gesamte Region rumgepackt, ne? Das wäre nur so mal ganze Dorf oder so. War anscheinend nicht, okay. Der hat um das Ding rumgepackt, ne? Okay, ist falsch. Ich werde nur den Obelisken da aktivieren. Dann bin ich schon direkt weg, ne? Da kommt wahrscheinlich wieder irgendeine Cutscene jetzt noch, ne? Pass auf. Dachte, wir hätten alle erledigt.
Was? So nix. Na gut. Dann gehe ich mal kurz zum Versteck zurück, ne? Wow, guck mal, wie weit wir schon drin sind. Wow, wir sind schon extrem weit drin, das sehe ich gerade. Okay, einen Moment mal. Das ist nicht so ein großer Abstand, oder? Auf der Karte ist das hier, als hätten wir irgendwie den halben Kontinent irgendwie abgeklappert. Ja, dann gehe ich mal kurz zum Versteck zurück, ne? Und guck mal, ich glaube, ich habe jetzt Materialien bekommen, um irgendwie neue Klamotten herzustellen, ne? Die ich natürlich haben will. So. Ich habe jetzt, glaube ich, wieder genug Heiltränke gehabt, ne? Oh, guck mal. Was verschafft mir die mein Gott, nicht der Eitopfe. Was willst du? Da, die Söhne Ouroboros kann ich mir jetzt herstellen. Das, ich habe wortwörtlich gerade was Neues bekommen. Jetzt bekomme ich hier direkt das hier und das ist schon wieder fast schwächer. Klar, warum nicht? Pass gut drauf auf, ja? Hierfür bräuchte ich Steinzunge und Orichalcum. Hätte ich sowieso nicht gehabt. Welcher Massamune hochleveln? Nö. Und? Na gut, neuen Armreif, obwohl ich gerade einen neuen bekommen habe. Gut. Ich dachte schon wieder, liegt einer. Ja gut, dann sind wir schon mal da eingestürmt, haben wieder Odin getroffen, ne? Beim nächsten Mal geht es dann weiter rein in Valut. Und ja, dann sehen wir, wie es da weitergeht, ne? Gut. Ja, für heute war es das, ne? Ich so, ja, hi. Ihm zugewinkt. Sie sind allesamt mit Wunden über. Und dann, ja, sage ich dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss und bye bye.